Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Wir sind hier in meinem Rift und der ist relativ, also das Gebiet ist relativ groß. Wir werden mal schauen, vielleicht das Gebiet komplett machen, aber weil es sehr geradlinig ist, nein, ich denke nicht. Also viel werden wir nicht verpassen. Und ein neuer Ring. Oh, komm bitte, Nagelring. Scheint nicht der Nagelring zu sein. Ein Leorix-Siegelring. Okay, der ist... Ja, Leben pro Treff ist halt sehr stark. Aber... Den MF-Ring brauche ich schon. Also wir werden hier umwechseln. So. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch funktioniert, aber ich denke nicht, weil es ja nicht unser Charakter ist. Hier ist mal nichts, okay. Schade, ich hätte gerne einen besseren gehabt, aber kann man nichts machen. Leben pro Treffer, pro Tötung ist schon wichtig. So viel extra Mana will ich nicht haben, extra Leben will ich nicht haben. Wir starten gleich nachher den nächsten Rift und hören auf, hier das Gebiet zu durchforsten, weil ihr seht, sehr geradlinig. Und hier scheint auch zu Ende zu sein, oder? Nein, noch nicht. Okay. Merkwürdig. Die machen einfach... Ah ja, hier ist ja das Ende. Hier oben ist ja das Ende. Okay. Ja, die nervigen Wurmlöcher, ich weiß. So. Noch kurz hier schauen. Ja, wir beenden jetzt dieses Rift. Holen uns die Belohnung ab und öffnen das zweite, also das nächste Rift. Das zweite für heute. Oh. Aufhören. Gut. Jetzt können wir hier eigentlich noch ein paar Items kaufen, aber ich verkaufe. Ich werde zuerst die zerlegen. Zerlegen ist momentan besser. Okay, gut. Können wir den Helm gleich einsetzen. Den tragen wir gleich mal dann. Hier oben habe ich sie ja schon angeschaut. Die Tränke raus. Ich habe 98 Splitter, also können wir das mal ein bisschen versuchen im Glücksspiel. Ah, hier haben wir sogar einen besseren. Jetzt haben wir 2% mehr Chance, einen neuen zu finden. Und jetzt mit Flügel. Ich werde die Flügel benutzen. So. Weil beim Barbar habe ich sie ausgestellt und hier habe ich sie eigentlich gar nie aktiviert. Keine Ahnung wieso. Ah. Wir haben ja gesagt, wir werden den zerlegen. Weil ich den sowieso schon habe. Und bekommen nochmal seine vergessene Seele. So, jetzt haben wir schon 7 davon. Ja, was brauche ich am wichtigsten? Was ist am wichtigsten? Schuhe neue. Weil wegen der Bewegungsgeschwindigkeit. Den Schaden von Phalanx, aber auch keine Bewegungsgeschwindigkeit. Bisschen erhöht.
Ebral Phalanx. Man kann nicht immer gewinnen. Schade. Oh, Pech gehabt. Jetzt bekommen wir sogar blaue Stiefel über. Die wären doch nicht schlecht. Wir schauen weiter. Eines Tages, wenn ich reich bin. Eines Tages, wenn ich reich bin. Ja, wir verlieren halt viel Schaden durch den Ding, haben dafür Bewegungsgeschwindigkeit und Widerstand. Ah, wir haben keine alle Widerstände dann. Nein, dann will ich lieber langsamer laufen. Wir warten auf die nächsten Stiefel. So. Gut, dann können wir schon das nächste Rift öffnen. Lassen wir uns überraschen, was es ist. Ich muss irgendwas trinken. Okay, Akt 1 Ende. Hallo. Ich glaube, das hat eine Decke wahrscheinlich, zerbricht die Decke und die Splitter, also die Dinge von der Decke, die lösen sich in Luft auf, scheinbar. Oder sie spawnen und, also die Metroide spawnen einfach unter der Decke. Und wie hoch ist die Decke? Die sollte eigentlich hier gleich zugehören, oder? Es scheint, hier sind viele Champions und Elite-Gegner. Ja, hier ist wieder einer. Süß. Habt ihr die Hühner gesehen? Die sind so süß. Kack, dummes Huhn. Kein Item, doch. Die werden manchmal spät gespawnt. Also gehen wir hier noch durch. Wir wollen alles erkunden. Solange es nicht ganz ein Ding sind und wir eins vergessen haben, wollen wir schon alles erkunden. So. Oh, hier sind auch noch Gegner, die unsichtbar gewesen waren, weil der Charakter sie nicht gesehen hat. So. Oh, 53 jetzt dann bald. Gut. Hier in der Ecke ist ja nichts. Das ist so ein Raum, der keinen weiteren Eingang hat. Und hier jetzt oben durch. Nächster Boss.
Ein Elite-Gegner bitte, nicht ein Champion. Vom Drop her sind die eigentlich nicht anders, habe ich das Gefühl. Also vielleicht können die Elite-Gegner mehr Items droppen. Also Items droppen, die Champions nicht droppen können oder sowas. Aber es sind Champions, schade. Geht eigentlich relativ schnell, also wahrscheinlich wieder ein kleineres Rift. Verbrennt im Licht. Noch nicht bereit. Ich benötige mehr Zorn. Blizzard sollte das neue Addon mal ankündigen, wenn sie es überhaupt machen. Weil angekündigt, also ja, sie haben gesagt, sie werden mehrere Addons machen, angekündigt ist es offiziell ja noch nicht. Weil der Name fehlt noch und so weiter und wohin es führt und was alles. Aber ich denke beim BlizzCon im September oder Oktober werden sie es dann sagen. Wenn nicht, dann sind sie faul. Haha. Dann sind sie eindeutig faul. Aber bitte Diablo 3 nicht noch bequemer machen. Weil es spawnt mich natürlich nicht an, wenn ich immer das gleiche machen muss. Und so weiter. Und keine spielerische Herausforderung habe. Also schauen, dass meine Kugel nicht kaputt, also leer geht. Und so weiter. Also das spielerische. Die spielerische Herausforderung ist einfach schlecht, hat für mich zu wenig. Aber sonst gefällt mir ja das Spiel eigentlich. Und darum freue ich mich auch riesig auf die endlosen Rifts. Auch wenn ich dort werde wahrscheinlich verlieren oder so. Recht schnell verlieren werde. Weil mein Charakter halt noch nicht ganz so gut ist. Aber ich werde mal schauen. Ich werde nicht enttäuscht sein, wenn das nicht so gut wäre. Enttäuscht bin ich eher, wenn ein Spiel, das besser ist, weniger Erfolg hat, als ein Spiel, das einfach durch die Werbung und durch gute und erfolgreiche Entwicklerstudio und Publisher halt, die Unfähigkeit auf das Spiel gezogen wird und nicht das, was besser ist. Wo ist der Splitter? Ich suche den Splitter. Hier ist der Splitter. Hallo, Splitter, der unaussprechliche Schrecken. Das ist doch mein Name. Aber der ist sehr bekannt in diesem Spiel, also den habe ich schon ein paar Mal gehabt. Also hier geht es nicht weiter, hier unten. Dann gehen wir mal hier nach links. Hier ist der Eingang, okay. Dann bleiben wir noch ein bisschen auf dieser Ebene. Und die zerfetzt es so schnell. Okay, es ist 3:30 Uhr und ich müsste eigentlich mal langsam die Videos hochladen. Kommen halt heute erst später die Videos. Aber da ich hier meistens lange aufbleibe am Abend, kann ich die danach dann hochladen. Hallo, grüß dich.
Creme de la Creme. Was ist denn das, hä? Tötet 20.000 Elite-Gegner, Champions, selten oder einzigartig. Und wir haben alle geschafft. Cool. Bin ich nicht gut? Ich bin doch super. Aber es gibt noch so viel F-Achievements, also alle werde ich wahrscheinlich nie schaffen. Und will ich sie auch noch natürlich nie schaffen. Aber das ist doch gut, dass ich einen abgeschlossen habe. Hallo. Ist hier was? Hier sind noch ein paar Zombies. Ganz wenig Zombies. Also Rift Boss, komm bitte. Hallo? Ich möchte gerne dich mit dem Full Stack. Oder 4 ist, glaube ich, Full Stack oder so. Oder 5? Keine Ahnung. Aber ich habe noch nie mehr geschafft, dass wir. Aber ich denke, ich glaube. Also. Ist 3 das Maximum sogar? Ich muss noch ihnen ein bisschen Zeit geben. Der Gier, der ist wieder mal hier. Du stinkst. Oh, toll. Einen Plan. Setplan. Sehr schön. Also jetzt brauche ich den Rift den Nephalim Ruhm des Nephalim Bonus gar nicht mehr. Dann schaue ich mal die Items an. Schon wieder Canes. Okay, habe ich 2-mal jetzt. Und hier Todeswachtmandung, den habe ich auch schon. Und wir tragen ihn, machen dafür weniger Schaden. Himmlische Vollstreckung haben wir nicht. Nein. Dafür Dolchfächer auslösen. Der macht den Schaden, den wir jetzt verlieren. So. Nein, auch nicht. Gut. Also gehen wir weiter. Ein Bollwerk. Schild. Also jetzt gehen wir wieder nach oben. Gebt mir ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Und fliegen geht mal weg da. Sonst fresse ich euch mal plötzlich noch. Das ist nicht so gut. Schmeckt. Die Fliegen schmecken nicht so süß. Eher bitter. Ja, ich habe noch nie Insekten einfach so gefressen. Ist da nicht so schmackhaft. Aber, ich habe schon mal Meeresfrüchte gegessen, die extrem grässlich ausgesehen haben. Das ist nicht normale Ding. Ich habe mal Meeresfrüchte Pizza gegessen. Das schmeckt alles nach Gummi und grässlich. Dann habe ich mal Muscheln gegessen, also Austern. Und... ja, also ausländisches Zeugs, das ich nicht klassifizieren kann, habe ich auch schon gegessen. Dann habe ich Schimmelkäse schon mal gehabt, aber natürlich war es mir da nicht so wohl. Bei dem ja, Schimmel schon beim Sagen. Was habe ich noch Bestimmtes gegessen? So einen grässlichen Bauernbrei habe ich mal gehabt. Oh Gott. Der schmeckte nach irgendwie verseuchtem Fleisch. Also
Es war kein Fleisch, es war irgendwie Gemüse oder so. Dann mache ich halt groß. Dann bin ich halt der Große wieder. Der große Opa. Opalele. Ich gehe jetzt nach links hier. Dann kann es sein, dass die Flügel nicht größer wurden. Sieht ein bisschen komisch aus. Oder nur klein wenig größer. Ja, die Dolchfächer lösen relativ viel aus. Und machen Schaden. Das ist gut. So. Hier ist nicht viel. Vielleicht hier unten. Oh Gott. Hey, müssen die immer kommen? Ihr nervt. Wenn ein Gegner wenig Leben hat und er bekommt so ein riesiges Bomber drauf, wird es dann nicht besser sein, man bekommt mehr Erfahrung oder so? Weil wir zermanschen ja die Gegner regelrecht. Also bitte. Bisschen unfair. Oh, wir würden weniger Erfahrung bekommen, weil wir die Seelen zerquetschen. Und wenn man so sagt, die Seelen geben Erfahrung, dann ja, wäre ich gar nicht mal so dumm. Aber natürlich bringen die Seelen nicht Erfahrung. Das sind wir. Wir lernen durch die Gegner, weil wir sie besiegt haben. Hallo, das ist wieder so ein Scheißapparat, Falle. Hier sind die Nächsten. Grüezi miteinander. Oh, 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 oh. Nein, kein Vereisungsimpuls. Nicht einfrieren, bitte. Hallo, ich will wieder mal was einsetzen können. Gib mir Zorn und dieses Abklingzeitzeugs weg. Abreduzierung. Schneller. So, jetzt reicht es mir. Ah, jetzt kommen die Nächsten. Die Nächsten wollen drankommen. Okay. Kein Problem. Ich versichere euch, es wird nicht wehtun. So. Das nächste Zeug. Hier machen wir... Wir könnten hier jetzt auf Stärke machen. Aber Bewegungsgeschwindigkeit ist schon nice. Bewegungsgeschwindigkeit. Stärke macht nicht so einen riesen Unterschied. Was ich könnte, ist die Passive mal ändern. Wir haben wie viele Edelsteine? Wir haben ja recht viele Edelsteine. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann können wir hier mal ja. Nein, das ist nicht so stark. Wo ist es? Hier Pracht reintun. Ich werde mal hier heilige Mission rausnehmen und schaue, wie viel Plus Schaden ich bekomme oder Minus Schaden. So. Minus Schaden. Dann ist natürlich heilige Mission wichtiger. Heilige Mission.
Da. So. Ah nein, wir haben Plus, wir haben sie einfach noch nicht aktiv gehabt. Okay, gut. Ja, 228, jetzt haben wir ungefähr 15.000 mehr Schaden. Sehr schön. Aber dafür haben wir jetzt weniger maximale Zone und so. Aber das macht wahrscheinlich nicht so einen Unterschied. Wenn, dann müssen wir etwas anderes wegtun. Aber das letzte brauche ich einfach irgendwie. Bombardement mehr einsetzen. Das ist Pflicht. Das ist Pflicht eigentlich wegen dem Schaden. Und das ist Pflicht und das ist Pflicht. Ich brauche mehr Slots. Ich brauche unbedingt mehr Slots. Aber schauen wir mal, wie der Zorn runtergeht. Naja, der bleibt eigentlich hoch, solange er sich nicht spamme. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht wegen dem Schaden, den wir machen, haben wir automatisch mehr Zorn zur Verfügung. Ich kann einfach die Ding abbrechen, indem ich den Akkarat-Champion aktiviere. Das ist sehr schön. Weil dann ist er nun gegen solche Effekte, die ihn fesseln oder einfrieren oder so. Na, ihr Engelchen, seid ihr schon schwanger? Die schwangeren Entchen. Engelchen. Engelke. Die Anke Engelke, ja. Die kenne ich. So. Nicht zu viele Impulse, bitte. Aua, das hat wehgetan. Weg damit. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Okay, das ist ein heftiges Gebiet langsam. Recht groß. Viele Gegner. Hallo? Matsch. Ich will Matsch sehen. Ich will ein Match schauen. Match. Blutiger Match. Hallo, grüßt Gottchen. Hey, Ofen, geh an. Komm schon. Zeig's mir. Ah, schön warm. Aua. Der nächste. Da oben. Mit den Kack. Fetten. Diese Fettsäcke, die vereisen. Und hier sind nochmals diese grässlichen Insekten. Komisch, komisch, jetzt sind wir hier wieder in einer Sackgasse. Gehe ich wieder runter. Okay, wir sollten mal die Sachen zerstören gehen lassen. Vielleicht hier links?
Oh, ein Gürtel. Legendary. Also ist doch hier unten links oder Mitte links. Ich kehre in die Stadt zurück. Gehen wir erstmal die Sachen sehr klein kloppen. So, nichts, 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 nichts. Oh, war wahrscheinlich auch nichts. Zu wenig defensiv. Ein Schild. Kritische Trefferchance besser. Dafür die Blockchance runter. Wenig Vitalität, nein. Ich habe leider keinen Platz mehr in der Kiste. Das ist schlecht. Ich muss was rausschmeißen, das ich nicht mehr brauche. Ein Goldträger. Ja, der ist besser. Und gibt uns Rüstung. Also, dann werden wir hier mal ein paar Sachen rausschmeißen. 27. So. Gut. Den Ding will ich da einsetzen. Ja, es geht. Ist es ein bisschen höher? Für Level 70 Kane's gewandt. 50% bessere Chance. Das nehme ich doch gerne. Für 3 Sets. Mhm. Die sind besser. Sehr schön, dann nehmen wir den Ding hier raus. Und jetzt möchte ich noch eins nehmen. Ich glaube, es gibt noch eins, das selber Ding hat. Das ist jetzt gerade aufgefallen. Die anderen sind weg jetzt. Okay. Ich habe einen zweites Kane-Ding gehabt und die sind jetzt wahrscheinlich weg. Die waren nicht gut. Aber hatten auch weniger Ding. Oder sind sie noch da? Moment kurz. Ja, da für Level 23 sind ja noch da. Ich habe einfach hier oben nicht alles angezeigt. Fingerlinge. Kanes Erkenntnis. Da ist noch eins, Kanes Barrikade. Heilige Fertigkeiten versuchen 15-20% mehr Schaden. Das ist doch gut. Aber ich möchte noch schauen, wo das mit dem MF ist. Und gibt es sie nur bei den schlechten. Ich schaue mal die schlechten an, genau. Oder waren die automatisch drauf? Da ist Bones. Ah, hier. Hier waren die einfach sekundär fest drauf. Also die Kanes-Robben, die habe ich ja genommen, aber die hatten kein MF hier drauf. Okay, dann werde ich mal die Fingerlinge nehmen und das Schild. Machen wir zuerst das Schild. Wo ist das Schild? Da. Ja, weniger Schaden durch kritische Treffchance, die wir nicht mehr haben. Weniger Ding, aber reduziert die Dauer von Kontrollverlusteffekte und dafür noch die Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Gut. Nehmen wir doch gerne. Und jetzt noch die Handschuhe. Oder die Kanes Reisestiefel.
Wir bräuchten dann noch ein Ding. Wir werden jetzt mal die Stiefel machen und für die Handschuhe werden wir dann auch noch. Ja, die sind auch besser. Keine Widerstände mehr, aber auch besser und dafür MF-Chance. Sehr schön. Das ist doch gut, dann machen wir. Kains Gewand, Kains Hand. Ah, das Schild ist gar nicht von Kains. Dann ist klar. Okay, dann brauchen wir noch die Handschuhe. Kains Fingerlinge. Also, was werden wir zerstören? Wir werden dieses Amulett, nein. Ja, dieser Speer hier, weil den habe ich schon mehrmals gefunden. Der ist relativ häufig. Aber wir bekommen ein völliges Schwefel dafür. Wir brauchen jetzt das ab Level 60. Tja. Wir werden Utaska-Brille verkaufen, oder? Weil wir sowieso nicht mit Äxten kämpfen. Und auch nicht so stark ist das. Ja, jetzt. Und wir haben einen neuen Erfolg. Jetzt nehmen wir hier Kains Fingerlinge. Sind relativ schwach, aber wir haben 50% mehr Chance, Gegenstand zu finden, zu erhalten. Ah, wegen Regeneration. Regeneration ist eigentlich Bullshit. So, jetzt haben wir ein bisschen. Sind wir auch schneller oder wie? Hä? Erhöht den Erfahrungsbonus um 50%. Das ist doch mal ganz nett. Also, weil die so gut sind, tun wir die hier rein. Das andere können wir verkaufen. Zuerst möchte ich aber noch den Edelstein rausnehmen. Okay, wir sind doch nicht so schnell. Wir hatten nur irgendwie einen Bonus oder so. Das ist ja mal super. Jetzt haben wir noch mehr MF. Das hört sich gut an. So, jetzt könnten wir hier noch etwas umändern. Wenn wir es schaffen, weil wir brauchen auch Schwefel für so etwas. Zum Beispiel können wir hier den Giftwiderstand rausnehmen. Kostet einen Schwefel, ja, gar nicht. Okay, egal, nichts gesagt. Und den Rest können wir verkaufen. Wir finden sonst sowieso noch mehr gute Items bald mit diesen MF-Zeugs. Dann können wir das getrost verkaufen. Und jetzt haben wir fast 20.000 Geld. Schön. Also machen wir weiter. Ich mache hier kurz einen neuen Part. Ja, es ist schon wieder Zeit für einen neuen Part. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.